Herzlich willkommen zum Corporate Learning Camp 2021 in Hamburg, diesmal virtuell. Das Motto ist Wissen teilen, Entwicklung durch Partizipation. Das ist das Jahresmotto, aber auch das Motto des Corporate Learning Camp 2021 hier in Hamburg. Mein Kollege Thomas Köhl von Nordmetall. Moin aus Hamburg. Und Henning Klafke, ich von der TU, heißen euch herzlich willkommen. Genau, wir, das heißt in dem Fall Nordmetall und die TU, finden, dass das Thema nicht nur ein sehr spannendes Thema ist, sondern es ist vor allem auch ein wichtiges Thema, weil es uns nicht nur persönlich betrifft, sondern es betrifft uns auch als Institution. Und das wissen mit Sicherheit alle Unternehmen, Hochschulen und sonstigen Partner, die hier auch heute da sind. Und warum ist das so? Weil wir befinden uns in einer gesamtgesellschaftlichen Transformation. Die ist durch eine sehr große Komplexität und Geschwindigkeit charakterisiert. Und wir merken immer wieder, zumindest geht uns das hier so am Arbeitsplatz, dass wir mit bestehenden Denkmustern und auch mit alten Denkmustern und Strukturen oft nicht mehr weiterkommen. Und dass es zunehmend schwieriger wird, mit diesen alten Strukturen zu gestalten. Das kommt daher, dass diese Transformation ein paar Dinge erfordert. Zum Beispiel eine hohe Flexibilität und kurze Wege, Vertrauen, Transparenz, regelmäßige Reflexion des eigenen Handels und auch vielleicht nochmal eine Neujustierung des eigenen Handels in kürzeren Abschnitten. Sie erfordert starke Netzwerke, einen breiten Überblick über vielfältigste Informationsquellen und eben auch, und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige an der Stelle, eine ganz tiefe Überzeugung, dass das Teilen von Wissen eine ganz wichtige Schlüsselkomponente ist, wenn es darum geht, eben Veränderungen zu gestalten. Und gesellschaftlich, unternehmerisch und persönlich tun sich an der Stelle nicht viel, sondern das greift alles ineinander. Ja, genau, Thomas. Und gerade auch für das betriebliche Lernen bedeutet Partizipation, Mitwirkung und auch Selbstbestimmung zu fördern und auch vor allen Dingen zuzulassen. Die traditionelle Auffassung des Lehrens, Wissen zu vermitteln und Wissen zu geben, die müssen wir noch erweitern, um den Punkt nämlich Kompetenzen auch tatsächlich fördern, zuzulassen und entwickeln zu lassen. Partizipation spielt da ein wesentlicher Faktor, ist ein wesentlicher Faktor dazu, auch Lernräume zu gestalten und Lernmedien zu gestalten. Wir hatten dieses Thema schon in der vorangegangenen Corporate Learning Camp, die Lernräume zu gestalten. Aber hier gilt es nochmal aktiv auch die Partizipation zu fördern. Deswegen möchten wir euch auch ermuntern, neue Prüfungsformen und auch neue Formen des Lernens auch einfach auszuprobieren. Wir tun das schon in diesen hybriden Settings, in dieser wilden Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Und das hier nochmal auch wirklich auf den Punkt zu bringen und hier auch einen Schritt weiter zu kommen, da benötigen wir eine Veränderung der inneren Haltung, die eine solche Entwicklung natürlich auch zulässt. Eine Veränderung der Haltung sowohl in den Organisationen als auch im Individuum selbst. Wir brauchen ein neues Miteinander. Ein neues Miteinander, die Bereitschaft, eigene Standpunkte auch zur Disposition zu stellen, andere Sichtweisen zuzulassen und auch querzudenken, mehr Fragen zu stellen und weniger das als allgemeingültig zu deklarieren. Zusammengefasst, wir brauchen einen Kulturwandel. Genau. Und die Corporate Learning Community ist für uns eines der treffendsten Beispiele dafür, wie ein solcher Kulturwandel überhaupt entsteht und gelingen kann und welche Kraft in der Form dieser Art der Zusammenarbeit liegt. Und natürlich heißt das nicht, und das ist wirklich ganz wichtig an der Stelle, dass wir uns zu jeder Zeit immer alles erzählen müssen. Gerade die Unternehmen und die Hochschulen wissen, was ich meine. Natürlich ist das nicht das Ziel. Aber es geht darum, die Möglichkeit zu haben, einen organisatorischen Rahmen zu haben, innerhalb dessen man das tun kann. Ja, es geht um die Option, es tun zu dürfen und Netzwerkstrukturen mitzugestalten. Genau, und deswegen sind wir heute hier. Genau, du sagst es. Und ich denke auch die Corporate Learning Community, ihr habt sehr, sehr viele gute Ansätze aus der Praxis. Ihr habt auch Herausforderungen, die ihr aus der Praxis benennen könnt. Natürlich, es wird in den Medien oft dargestellt, dass das Lernen nicht funktioniert, die Digitalisierung noch nicht weit vorangetrieben ist, das neue Lernen auch sehr schlecht operationalisiert wird. Aber genau deswegen sind wir auch hier. Wir besprechen das und es gibt viele gute Beispiele und die mit euch hier am Corporate Learning Camp 21 zu diskutieren. Darauf freuen wir uns. Habt also viel Spaß. Genau, habt einen guten Austausch und genießt das gemeinsame Netzwerken. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Bis dann.